Im siebten Anlauf hat es endlich geklappt. Volkswagen Motorsport, das Kartell. Sieger der 24 Stunden von Hamburg. Dankeschön, Daniel Bonner. Team Volkswagen Motorsport, das Kartell, ist erstmals Sieger der 24 Stunden von Hamburg, dem wohl verrücktesten Langstreckenrennen der Welt, das in diesem Jahr so spannend und hart umkämpft war wie selten zuvor. Frank Bieler, fünfmaliger Sieger der echten 24 Stunden von Le Mans, zuletzt auch fünfmal in Folge beim Saisonhöhepunkt der großen kleinen Rennserie erfolgreich und dieses Mal mit nur 4 Runden Rückstand auf Platz 2, hatte bereits am Freitag eine Vorahnung. Oder alle 6 Teams sind sehr gut besetzt und von daher wird sicherlich so vom Gefühl her eins der schwierigsten Rennen, die wir bisher so hatten. Bieler startete in Hamburg einmal mehr für das Audi-Team TV Racing, für das in diesem Jahr erstmals auch Audi-DTM-Pilot Miguel Molina antrat. Der Spanier zeigte sich nach den ersten Trainingsrunden am Freitag überrascht vom hohen Niveau in der RCCO-Serie. Since long time that I wanted to be here, this year I could manage it to come. And actually I'm really impressed because it's quite a lot of high technology here and a lot of people involved to do that. So I'm really happy to be part of it and for sure we will enjoy it and I will try to help my team to do a good job and try to do a good result at the end. Für VLM-Pilot Kim Hauschild vom Team Scuderia Südschleife war es bereits der dritte Einsatz beim großen kleinen Rennen. Ja, das ist vom Modus her ein 24-Stunden-Rennen wie auch ein richtiges Rennen, nur der Maßstab ist anders. Aber es gibt ziemlich viele Parallelen und es macht natürlich unheimlich viel Spaß, sich hier mit den Besten aus der Szene zu messen. Und es ist jedes Jahr eine lustige Veranstaltung und deswegen bin ich immer gerne dabei. Auch Oliver Schmidt, einer der Besitzer des Automuseums Prototyp, ist inzwischen ein fester Bestandteil des Rally Racing Carrera Cup und der 24 Stunden Hamburg. Es hat allen letzten Jahre Spaß gemacht und wir haben uns entschlossen, uns zu engagieren dieses Jahr und anzustrengen. Und insofern sind wir ganz happy, dass wir wieder dabei sein dürfen. Und das Team ist dieses Jahr etwas neu zusammengesetzt. Wir haben 2 Gastfahrer dabei und sind ganz glücklich, dass wir den Michael dabei haben und den Sascha. Und wir rechnen uns ein bisschen Chancen aus. Als Lokalmatadoren gingen die MAG Channel Racer um Journalist Andreas Göring und Rallycrosser Robert Müller an den Start. Mit dem Team Robert Müllers Sohn Luca, der in diesem Jahr bei der DTM Oschersleben sensationell siegte. Als Favorit gehandelt wurde in diesem Jahr aber die Volkswagen-Mannschaft um Daniel Bäumler mit Spitzenfahrer Stefan Warschow. Für den ging es im Foyer der TuTech Innovation GmbH nicht nur um den Sieg bei den 24 Stunden, sondern auch um den Titelgewinn im Rally Racing Carrera Cup. Auch wenn der Student das herunterspielte. Lass uns überraschen. Ganz entspannt ran heute und dann wird das schon schief gehen. Die Pole Position für das 24-Stunden-Rennen holte aber weder Warschow noch das zuletzt 5-mal siegreiche Audi-Team, sondern die Joest-Bentley-Mannschaft. Rekordmeister Thomas Vogt knallte im Qualifying eine extrem starke Runde auf die 58-Meter-Bahn. Doch Eldad Hedden gelang es, die Zeit noch einmal um 92.000 Sekunden zu unterbieten. Für Just Racing beim 24-Stunden-Rennen anzutreten mit der Pole im Nacken, das ist ein gutes Gefühl. Dabei hatten sich seine 3 Teamkollegen zuvor schwer getan, auch nur in die Nähe der Bestzeit zu kommen. Heddens Erklärung? Ich denke, wenn weniger Autos fahren, dann ist der Strom ein bisschen intensiver und da gab es, glaube ich, Schwierigkeiten. Im anschließenden Sprintrennen ließ Stefan Warschow nichts anbrennen. Der VW-Pilot siegte souverän und übernahm damit die Führung in der Gesamtwertung. Thomas Vogt verhinderte mit einem überraschenden 2. Platz, trotz 30 Gramm Handicapgewichts, die vorzeitige Titelentscheidung. Das Auto lief Bombe, VW ist geil und jetzt ist Thomas nur leider zu schnell gewesen, dass er 2. geworden ist. Wird alles vertagt auf morgen, der große Showdown. Die Ausgangslage war damit klar. Nur mit einem Sieg würde Vogt seinen Meistertitel erfolgreich verteidigen können. Und Warschow würde bereits ein 3. Platz zum Titel reichen. Und das VW-Team sammelte am Samstagmorgen vor dem Start gleich die ersten Pluspunkte bei den Zuschauern. Das Kartell hatte 2 Grid-Girls engagiert, ein Volltreffer bei den Fans. Um Punkt 12 gingen die 6 Teams auf die Reise, 2-mal rund um die Uhr, die alle Gäste im Foyer der TuTech Innovation GmbH in den Bann zog. Zunächst führte Audi, doch dann sorgte die Scuderia Südschleife für Furore. Nach 4 Stunden wurde das BMW-Team aus der Eifel auf Platz 1 geführt. Für Teamchef und RCCO Urgestein Ossi Kragel
aber eher nebensächlich. Nicht, und es ist auch nicht wichtig, ob man jetzt nur führt, sondern es ist erstmal wichtig, dass man beim tollsten Rennen des Jahres, dem verrücktesten Rennen, wohl verrücktesten Rennen der Welt dabei ist. Und es ehrt uns natürlich unheimlich, jetzt vor allen Dingen gegen die sehr stark etablierten hier auch mal ein bisschen Führungsluft zu schnuppern. Und wir finden es klasse, wie toll und ausgeglichen dieses Rennen hier heute ist. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie wir die Nacht durchkommen. Und morgen um 12 gucken wir dann weiter, wer dann immer noch in der Führung liegt. Und wenn wir einen Podestplatz hätten, wäre es gar nicht so schlecht. Mit Einbruch der Dunkelheit setzten sich die Favoriten in Szene. Audi, Bentley und Volkswagen. Nach mehr als 20 Runden lagen die drei führenden Teams nie an der Spitze auseinander. Spannung pur im Channel Hamburg. Für etwas Ableckung sorgte nur das delikate Buffet von Shell-Koch Dieter Renk und das Live-Konzert von Caroline Wagner aus der Mitternacht lag die Bentley-Mannschaft von Joest Racing an der Spitze des Feldes, aber nicht gefolgt von Volkswagen und Audi. Für Teamchef Volker Paloon war die Führung allerdings nicht unbedingt das beste Omen. Ja, auf der einen Seite ganz gut, ist natürlich immer gut vorne zu liegen, aber in den letzten beiden Jahren lagen wir auch um Mitternacht vorne und sind dann in der Nacht verunfallt oder hatten Schäden. Das war sehr schade und wir hoffen jetzt, dass wir bis zum Ende vorne bleiben. Die Nacht hindurch lieferten sich Audi, Bentley und Volkswagen einen erbitterten und fast schon unglaublichen Kampf um Platz 1. Phasenweise lagen alle drei Teams in derselben Runde. Mal hatte Audi die Nase vorn, mal Bentley, mal Volkswagen. Auch am Sonntagvormittag war noch immer nicht abzusehen, wer am Ende gewinnen würde. Eine Stunde vor Rennende lagen Audi und Volkswagen praktisch gleich auf. Auch Jürgen Rundklaus, Renningenieur von Mike Rockenfeller in der DTM und zum zweiten Mal bei den 24 Stunden Hamburg am Start, zeigte sich beeindruckt von der extremen Leistungsdichte. Ja, auf alle Fälle. Die Competition ist viel, viel höher als letztes Jahr. Das Fahrerniveau ist viel höher. Das Niveau der Autos ist viel höher. Die Autos sind robuster, keine technischen Defekten bei der ganzen Konkurrenz. Und wenn man sieht, die ersten drei innerhalb von wenigen Runden, ist extrem spannend, extrem hart. Und macht natürlich auch extrem viel Spaß. Doch nicht nur um Platz 1 wurde erbittert gefightet. Auch zwischen dem viertplatzierten BMW und dem fünftplatzierten Porsche lagen kurz vor Rennende nur wenige Runden. Ein spannendes Rennen, total spannend, aber kein entspanntes Rennen. Weil alle liegen so dicht zusammen, so dicht war es noch nie. Die ersten drei innerhalb von wenigen Runden und wir krabbeln hier mit den BMWs und versuchen um den vierten Platz zu fighten im Prototyp Shell Team. Macht total Spaß. Und diesmal wirklich wettbewerbsfähig. Die Vorentscheidung fiel zu Beginn der letzten Stunde, als der führende Audi in mehrere Kollisionen verwickelt wurde und sich die VW-Mannschaft 4 Runden Vorsprung erarbeiten konnte, die der neue RCCO-Champion Stefan Vacho bis ins Ziel souverän verteidigt. Anstrengend. Das war auch für mich das Spannendste der 24 Stunden, was ich bisher gefahren bin. Und immer am Limit zu fahren, ist sehr anstrengend für den Finger und für die mentale Stärke. Teamchef Daniel Bäumler ging im siebten Anlauf bei den 24 Stunden damit ein Traum in Erfüllung. Wir hatten ein grandioses Team. Wir hatten ein sehr homogenes Team, wo alle wirklich gut vorne mithalten konnten. Jeder konnte pushen. Und wir hatten zwei große Stützen mit Stefan Warschow und Frank Schüler, der für den leider kranken Markus Winklock einspringen musste, durfte, sich sehr gefreut hat. Miguel Molina hatte trotz der knappen Niederlage seinen Spaß bei seinem ersten Einsatz beim großen kleinen Rennen. Well, I think it was a good experience. I learned a lot from the first lap to the last lap. Actually, I come here to enjoy and I did it, so that's the a good sign and hopefully I can come next in the future. But as I said, it was a good day. Thank you for invite me and just waiting for the next year and try to do it a bit better. Frank Bieler war kurz nach dem Rennen in Gedanken bereits bei der nächsten Auflage der 24 Stunden Hamburg, die am 14. und 15. November 2015 stattfinden sollen. Eine tolle Sache, hat riesig Spaß gemacht. Unsere Serie wurde jetzt leider dann beendet. Ich hoffe nur unterbrochen, also wir hatten 5 in Folge, jetzt sind die VW-Jungs mal dran
Und ich hoffe, dass wir da im nächsten Jahr versuchen, wieder dagegen zu halten. Über die 2014er Ausgabe der 24 Stunden Hamburg wird man noch lange sprechen. Nur 2007 war die Entscheidung zwischen Platz 1 und 2 noch enger. Gefühlt war das diesjährige Rennen für viele aber das spannendste und beste. Mit einem würdigen Sieger und neuen RCCO-Champion. Ja, it's